Die EU-Kommission hat Finanzsanktionen bei Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit gebilligt. Bei einem Treffen von Vertretern der 27 Mitgliedsländer stimmte eine Mehrheit für den Plan, EU-Gelder zu kürzen oder zu streichen, wenn Rechtsstaatverstöße europäische Finanzen betreffen. Damit könnten nun die Verhandlungen mit dem Europaparlament über das umstrittene Vorhaben beginnen. 7 Länder lehnten den Vorschlag ab, darunter Ungarn und Polen, die schon seit Jahren in der EU wegen Rechtsstaatsverstößen am Pranger stehen. Allerdings stimmten auch Belgien, Dänemark, Finnland, die Niederlande und Schweden dagegen. Ihnen geht der Vorschlag nicht weit genug. Tatsächlich fällt dieser hinter ursprünglichen Plänen der EU-Kommission zurück. Nach dem jetzigen Plan würde es die Kürzungen oder Streichungen von EU-Geldern nur geben, wenn die gute finanzielle Verwaltung des EU-Haushalts oder der Schutz der finanziellen Interessen der Union beeinträchtigt werden.